Hallo und Gude zu einer neuen Ausgabe von Schucki Wanucki Daily, eure Tagesdosis Angeberwissen. Das ist der Sascha, ich bin der Christian und das Geburtstagskind des Tages, Sascha, ist... Ja. Heute am 19. Rate September. Rate mal, wer Geburtstag hat. Das weiß ich, das kann ja alles sein. Jeremy Irons. Tja. Schauspieler, ne? Richtig. Ja. Die Unzertrennlichen, die Affäre der Sunny Dungeons and Dragons Oscar-Preisträger. Ach so, ja, genau. So hat er alles gemacht. Ja, so, also dieser Film Sunny, der ist auch mit 25 I geschrieben, ne? Nee, die Unzertrennlichen, die Affäre von Sunny. Sunny. Und Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, ja. Ja. Genau, Jeremy Irons, Happy Birthday. Ja, Happy Birthday, Jeremy Irons, am gleichen Tag sozusagen Geburtstag wie Ötzi. Mhm. Ja, 1991 gefunden. Oh. Ötzi im Ötztal, in den Alpen gefunden. Mhm. Die mumifizierte Leiche eines Mannes aus der Bronzezeit. Ja. Wann Ötzi wirklich Geburtstag hat, wissen wir nicht. Hat er uns nicht verraten. Aber 19. September nehmen wir mal. Aber 19. September 1991 wurde auf jeden Fall im Ötztal gefunden. Am 19. September ist auch der Aktionstag und zwar nennt er sich Sprich wie ein Pirat-Tag. Hau, 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 hau. Wie spricht ein Pirat? Nee, das ist der Papagei. Das ist der Papagei. Aber sprich wie ein Pirat-Papagei, genau. Ist auch gut. Aber so ein bisschen rumhumpelst zum Beispiel. Rumhumpeln ist super. Rumpumpeln. Heidi ho! Nee, du bist ein Pirat. Ich will all dein Gold. Ja. Ja. Enter das Schiff! Warum machen die eigentlich immer Harr? Harr? Weiß ich auch nicht, genau. Weiß ich auch nicht. Wieso machen die das so? Vielleicht haben die Probleme mit den Zähnen. Bestimmt. Auf der einen Seite raussprechen, so wie Papa. Das sieht eher aus wie Rocky, nachdem er einen abgekriegt hat. Ja, vielleicht war der ja auch früher. Vielleicht war der auch Pirat. Ja, man hat Sylvester Stallone hat piratistische Vorfahren. Piratistische. Mhm, genau. Ja. Am 19. September 1945, ja? Da wurden die Bundesländer der amerikanischen Besatzungszone Bayern, Hessen und Baden-Württemberg geschaffen. Ja, also da hat man gesagt, pass mal auf, heute ist der 19. September, wir haben 1945, ach, da machen wir doch mal Hessen, Bayern und, ach komm, Baden-Württemberg machen wir auch noch. Genau. So, das haben die halt gemacht, da die Amis. Alliierten. Nein, nee, die amerikanische Besatzungszone. Amerikanische Besatzungszone. Genau. Ja, Hessen. Dann alles Gute, Hessen. Ja. Genau, wir haben Geburtstag heute. Ja. Die drei Bundesländer haben heute Geburtstag. Genau. Achso, die anderen beiden jetzt nicht, aber Hessen ja. Bayern magst du nicht und Baden-Württemberg magst du auch nicht? Nein, ich wohne halt hier in Hessen, deswegen sage ich Hessen, alles Gute, die anderen haben auch Geburtstag. Du gratulierst jetzt auch nicht jedem, der dem Tag Geburtstag hat. Aber wenn ich weiß, Leute, die du kennst. Aber wenn ich weiß, dass er Geburtstag hat, sage ich da auch alles Gute. Ja, aber musst du ja nicht. Aber du bist ein Dortmund-Fan, deswegen sagst du nicht zu Bayern alles Gute. Das ist einfach nur ja toll. Ich habe ja nichts gegen Bayern. Das kommt gerade so rüber. Ja, ich hab ja nichts gegen Bayern. Ja, es kommt gerade so rüber. Franken zum Beispiel, Nordbayern, ist ja super. Ja. Aber? Das südliche Bayern ist nicht also so meins. Richtung Hauptstadt. So richtig, richtig, genau, ja. Aber ich war doch mal mit dir schon mal in der Hauptstadt. Ich weiß, da habe ich mir den Finger gebrochen. Das ist auch scheiß München dran schuld. Ja, siehst du? Genau. Ja. Beim Volleyball aber. Es war ein Mörderblock, den ich da hochgezogen habe. Beim Beachvolleyball hat er gewonnen. Das darf man niemandem erzählen. Aber gewonnen. Ja. Voller Körper. Ja, weil ich bei dir in der Mannschaft war. Ja, das war der 19. September. War so schon schwer genug. Das war der 19. September. Morgen sehen wir uns wieder am 20. September. Ja. Und bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Gute.